Mal, haben wir jetzt alles leer gemacht? Ja, das... Warte mal, das können wir ja tatsächlich hier noch abgeben. Was leid hier? Die Zahl der freundlichen Bewohner in diesem Valley ist recht beeindruckend. Recht beeindruckend. So, jetzt geben wir das hier mal ab hier. Ladies and Gentlemen. Wir spielen hier einfach mal ein paar Runden. Was wollte ich denn? Eigentlich wollte ich das Holz wegtun. Das Holz wegtun. Holz, Holz, Holz. Dann wollte ich hier das... Ach, wo, Lucky, Entschuldigung, ich hab dich... Das, ich wollte dich nicht weg... Wegschubsen, das... Knoblauch gibt's hier, glaube ich. Ja, gibt's im Alten Valley aber auch, ne? Ja. Gamer Place, wenn du morgen oder übermorgen da bist... Wie wär's mit einem Schwitz? Dann, ich kann momentan nichts reinschreiben. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Eigentlich müssten wir mal schnell Ding machen. Ich habe noch nie, ich muss mal schnell da rein. Ach, hier kann man keine Schätze machen, aber das ist doch ein Königreich. Das ist ja interessant. Da, 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 di. Okay, 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 okay. So, Ladies and Gentlemen, Disney Dreamlight Valley. Wally, Wally, ja komm, wir gehen gleich ins Alte. Ins Alte. Hier haben wir alles gemacht. Wir gehen mal zurück in unser Heimatdorf. Da fühle ich mich immer noch am wohlsten. So. Schauen wir mal, dass wir da noch ein paar Aufgaben machen. Für den Wally müsste hier kommen, ne? Da kommt er schon. Da ist er schon. Hi, Wally. Hi. Wie geht's dir? Bei Dagobert waren wir schon. Bei Mr. Dagobert waren wir schon. Da kommt das kleine Kuscheli. Das möchte gerne ein paar. Ich habe mir heute auch Erdnüsse gekauft. Ich habe mir heute auch ein paar Erdnüsse gekauft. Im Aldi Süd gibt es zwei Arten. Einmal die etwas günstigeren. Ja. Das haben sie jetzt weggemacht, ne? Dieses alles, das muss man jetzt alles einzeln machen. Ich glaube, das ist auch ein Fehler. Es ist mir nachgefolgt, guck mal. Apfel. Es ist mir nachgegangen. Es hat gedacht, bei Nils kriege ich hier bestimmt einen schönen Rapfel. Hi, Donald. So, Ladies and Gentlemen. Tun wir das mal hier schnell alles rein. Donald. Wieso sind denn die da hinten? Die waren doch noch nie da hinten. Die waren immer da unten. Die waren immer da unten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Schließe Dreamline-Pflichten. Ernte ein paar knallrote Beeren. 50 Stück. Das ist echt heftig. Rote Beeren. Naja, wenn wir mal gucken hier. Die waren früher immer blau hier, ne? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir hier irgendwo rote Beeren? Da haben wir welche. Oh, den muss ich mal ändern hier. Vorne hatten wir, aber das war
vor dem Umbau hatten wir hier einen Haufen. Sind das auch rote Beeren? Das sind leider blaue, ne? Da haben wir noch rote. Das sind blau, die sind blau. Wie schaut es denn da oben aus? Da war ja schon ewig nicht mehr. Da schaut es eigentlich ganz gut aus. Aha. Ich mag. Hi, Prinz. Prinz Adam ist es. 2 zu 2. Oh mein Gott, wenn das jetzt die wieder verlieren. Die Bayern gegen Freiburg. 2 zu 2. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Sehr schön. Wo sind denn die Füchse? Keine Füchse? 15 Stück, das ist ja heftig. Aha, okay, 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 okay. Okay, okay, ich glaube, so viel Platz haben wir gar nicht. Das kostet jetzt nicht mehr dieses, ich habe es vergessen, wie das heißt. Dreamlight. Da ist ein Fuchs! Schnell ihn nach. Oh, wir spielen. Oh, wie sich überfreut. Hi, du kleiner Kuscheli. Schaut mal, wie er mit den Ohren wackelt. Ich habe extra Fisch dabei. Ja, der Weise ist da. Es sind immer zwei da. Das gefällt mir so. Was hat er denn da her? Wow, das habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Ja, so ein bisschen eifersüchtig, Lucky. Gott, ist der goldig. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Ich bin hier einfach bloß ein bisschen am Spielen, am Schauen. Wie heißt der? Liebenswerte Monsterstern im Pfad mache ich eigentlich. So. Laufen wir mal hier ein bisschen nochmal durch. Den können wir einsammeln hier. Da wollte ich eigentlich weiterbauen. Hier bin ich nämlich tatsächlich noch nicht ganz fertig. Die Fische, wollen wir die da lassen? Ja, die kannst du lassen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Die roten Früchte können wir verkaufen. Wie viel haben wir jetzt? 15 haben wir schon. Ja, hier oben gibt es ja keine roten Früchte. Da gibt es ja keine roten Früchte. Ich mache mal hier nochmal ein Bild für die Facebook-Gruppe. So, für die Facebook-Gruppe. Ja, blau in blau wird natürlich jetzt schlecht auf dem Bild zu sehen sein. Ich habe schon ein paar Bilder gemacht, wo man teilweise das Blau sehr schlecht auf den Bildern sieht. Ja, das ist immer so ein großer. Weg damit. So. Was haben wir denn hier noch? Hier schaut es ja richtig gut aus. Da ist noch einer. Okay. Oh, da kommt man schlecht vorbei. Kommt da Wally vorbei? Ja. Komm, Wally, Wally, komm, komm, wir gehen da hinten rum. Okay, cool, 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 cool. So. Warte mal, wo ist denn der zweite Fuchs? Das ist Lucky? Da sind die Tiere. Einer. Zwei. Hier, schön streicheln. Da ist das... Oh, ist das Putzi. Hier, der gefällt mir. Der ist niedlich. Da ist er. Ich hab dich schon vermisst.
spielen. Ach Gott, wie oft haben wir schon gespielt, ha? Bestimmt schon 200 Mal. Ja, gut gemacht, wie er sich freut. Schnell hinter. Es gibt Fisch. Guck mal, ist der nicht niedlich? Er bekommt immer einen Fisch und eine Krabbe. So. Dankeschön für das Geschenk, du bist ja nett. Krabbe. Wie die... wie die zwei schauen, die zwei Häschen. Ja, von der Programmierung her, ne? Bisschen streicheln. Ja. Auch hier streicheln, so. So, jetzt haben wir's. Knallrote Bären. Wo kriegt denn noch Bären her? Warte mal, weißt du, wo es noch Bären gibt? Im, müsste eigentlich im Valley noch Bären geben. Gehen wir mal hier rein. Unten? Ja, unten gibt es welche. Richtig. Schauen wir mal hier unten. Habe ich noch welche gehabt? Das waren blaue. Okay, ja, richtig. Das waren blaue. Okay. Das war vom Quest von Wally. Wally, kannst du dich noch erinnern? Wo ist Wally? Da kommt er angedackelt. Ich mach mal die Steine weg. Kommen die Leute gar nicht durch hier. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Hier haben wir keine mehr. Ein bisschen Platz machen hier. Kommt ja Wally gar nicht durch vor lauter Steine. Wobei der ja überall durchkommt, ne? Das ist erstaunlich. Okay. Was ist denn das? Schleimspur. Das ist ja, das ist nicht weggegangen nach dem Quest. Das lasse ich liegen, das ist geil. Das ist ein Bug. Das ist aus dem einen Quest mit der Schleimspur. Da ist auch noch, oder ist das ein Quest? Weiß das jemand? 2-2. Ach Gott, die haben wieder nicht gewonnen. Oh. Das ist neu. Das ist ein Quest, ha? Ich aktualisiere hier schnell mal. Komisch. Habe ich offene... Ich habe offene Quests, ja. Ich habe die noch nicht gemacht. Ich wollte die eigentlich, wie sehe ich denn die Quests... Ach Gott, ich wollte noch denen die Dinger geben. Die Tagesfreundschafts-Lieblingsquests Geschenke. Du bist so niedlich. Na, er ist immer sehr ruhig, wenn er... Wenn er hier als Begleiter mitläuft. Ne, hier gibt es keine. Also muss oben muss es noch. Ach, hier sind rote Bären. Sind es rote Bären? Nein, das ist Kaffee. Ja, ja, Kaffee muss geröstet werden, ne? Den habe ich aber heute auch schon angemacht. Hi! Hi, Donald. Donald ist mir heute gefühlt 35 Mal über den Weg laufen. Das ist das alt hier. Das ist eins der allerersten Dinge, die ich hier angepflanzt habe. Guck mal, da ist eine Pflanze gewachsen. Hier müsste es noch so rote Beeren geben. Zählt das auch als rote Beeren? Warte mal. Ja, na klar. Paar knallrote Beeren. Ja, die sind doch knallrot, oder nicht? Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Nein, das zählt nicht.
Wo kommt denn der Baum her? Der Busch? Komisch. Kann es sein, dass sich da ab und zu was verschoben hat? Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass es sich etwas leicht verschoben hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der hinkommt. Der hatte, es hat hier alles seinen Platz, ne? Also ganz ursprünglich war ja das mal hier. Das ja hier, das ist ja das hier von Goofy. Ah, der war hier gestanden, ne? Richtig. Der war hier gestanden. Jawohl, dann kam ja der kleine Kuschel rein. Und dann haben wir das verschoben. Gott, das ist hier schon seit mindestens ein Jahr so. Das möchte ich eigentlich so lassen. Ja, hier steht er gut. So, hier haben wir noch ein paar rote. Da haben wir noch mal drei. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob das zählt, sechs. Oh. Das könnte jetzt helfen. Und hängen geblieben. Pech gehabt. Ah, das war jetzt dein Pech. Siehst du, jetzt hätten wir den beenden können. Schade. Das hätten wir jetzt beenden können. Siehst, ach du meine Güte, es sind erst 28. Naja, okay. Jetzt fängt es schon wieder das Regnen an. Warum regnet es denn so viel? So, jetzt müssen wir mal gucken, Mike. Mr. Mike. Mike. Apfelkuchen, Paprika, Lanzenfisch. Jetzt habe ich natürlich keinen Lanzenfisch da, ne? Ach. Also. Gucken wir mal. Apfelkuchen. Rapfelkuchen. Eine Paprika. Und ein Lanzenfisch. Doch, 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 doch. Das passt schon. Was will Sally denn? Nestlingscrepe kann ich nicht machen. Weißes Sumpfmilchkraut. Lauch. Okay, dann werden wir mal ein bisschen gucken hier. Einen Apfelkuchen will er haben. Ja, den hätte ich ja gern. Wenn ich hier aufgewachsen wäre, hätte ich wohl niemals von meiner Vergangenheit davonlaufen wollen. Ich könnte eigentlich ja mal einen Apfelkuchen wieder im Aldi kaufen. Kuchen muss jetzt eigentlich hier unten geben. Ach du meine Güte, jetzt hat der Ach, das ist doch alles Quatsch, oder? Das ist doch alles Quatsch, oder? Ich habe dir aber schon mal gesagt, ja, das fehlt. Kein Thema, das können wir relativ schnell nach... Hey, du! Hi! Das ist mir schon mal aufgefallen. Wow! Go! Das ganze System hier ist alles nicht gut gemacht. Die Taschen sind immer voll. Sieh nur. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn in den Taschen drin? Ja, das verkaufen. Ja, das kannst du hier nicht weitermachen, weil alles voll ist, ne? Ja, das ist doof. Warte mal. Das können wir hier machen. Dieser Ort hier ist Beweis dafür, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist. Das geht ja recht schnell. Das geht ja recht schnell hier. Gehen wir mal zu Goofy. Goofy! Hi, Prinz Eric! Ich
Ich möchte was verkaufen. Hallo, Kumpel. Hallo. Mr. Kumpel. Dann machst du mal das da weg. So. Spargel brauchen wir nicht. Ja. Was hat er denn da? Äpfel hat er da? Was verlangt denn der von Apfel? Ach du meine Güte, jetzt hat er den Salat weg. Der steht da schon seit einem Monat. Seit einem Jahr. So. Unangenehm. So, jetzt gehen wir mal hier die Taschen leer machen. Hier zu sein ist fast so gut wie schwer. Warum regnet es in Disney Dreamlight Valley immer so viel? Weiß das jemand? Blume, 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 Blume. Okay. Es verkaufen sollen. Das hätte verkaufen sollen. Die Kohle können wir da rein tun. Da dürfte nichts da sein, weil wir das verkauft haben. Das Holz können wir hier rein tun. Wolli, es regnet. Bayern gegen Freiburg, okay. Da haben wir noch Rode. Da haben wir die Köschen, da haben wir Rodes. Da haben wir die hier. Die tun wir verkaufen. We need the money, ladies and gentlemen. We need the money. Das können wir wegtun. Die Steine haben wir hier oben. Und schon schaut es wieder super aus. Das tun wir daher. Die zwei Sachen verkaufen wir. Müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas anpflanzen können. Noch Mais. Hi, Donald! Schön, dass du da bist. Haben wir irgendwo was, die Möglichkeit zum Anbauen? Nein. Ah. Ist das schon fertig? Hier! Very good, thank you. Streicheln! Gott, ist das goldig. Das ist das andere. Komm zu Papa. Leider kann man die nicht füttern. Hi, Mini. Mini ist eine ganz feine Lady. Sowas gibt's heute selten. Ich habe mal hier in Fürth vor ein halbes Jahr eine Frau gesehen. Die war mindestens schon 80. Und die hat mich so an Mini erinnert. Ganz fein angezogen. Richtig fein angezogen gewesen. Also auch so wie Mini, kann man sagen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Das war von ja gewesen sein oder so. Du musst doch mal unbedingt Kisten wieder bauen. Ja. Da hat sie mich voll an Mini erinnert. Da habe ich mir gedacht, so wird Mini sein, wenn die mal 80 ist. So, das langt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen einen Apfelkuchen. Apfelkuchen können wir nicht machen. Paprika. Eine Paprika. Haben wir sowas? Verkaufen. Keine Paprika. Wo ist die Paprika? Da ist eine Paprika. Auftrag. Aufteilen. An Lanzenfisch.
Lauch. Haben wir sowas Lauch hier irgendwo? Sellerie an Spinat. Den habe ich heute auch gekauft. Der gehört normalerweise nicht hier rein. Aber man kann Lauch. Das ist ein Lauch hier. Vertragen. Aufteilen. So, die Paprika gehört zu Mike. Da gehört der Apfelkuchen her, da gehört der Lanzenfisch her. Das ist der Lauch. Und dann brauchen wir noch weißes Sumpfmilchkraut. Weiße Rosen aus Athen. Weißes Sumpfmilchkraut. Hey Kumpel, hier drüben. Ja, das ist sehr schön, dass du da bist. An Lanzenfisch will der haben. Wo ist denn der Bub? Da ist er. Und das war's von meiner Seite. Gute Nacht, Leute. Und vergesst mich nicht. Wie geht's? Der ist auch so ein bisschen durchgedreht. Wie er sich freut. Ach Gott, jetzt ist das... Warte mal, Paprika haben wir hier. Heute Roblox noch? Na, 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 na. Ich höre jetzt auf in 20 Minuten. Juhu, heute war ein langer Tag. Morgen wieder. Roblox spielen wir am Sonntag, weil es wollte jemand mit mir spielen, Roblox. Der kann aber morgen nicht. Also habe ich gesagt, okay, dann spielen wir am Sonntag. Sonntag ab 12 oder irgendwie sowas in dem Dreh rum. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Weil jetzt ist spät, jetzt müssen wir langsam ins Bett. Weiß schon, es ist ne, schön, normalerweise 22 Uhr ins Bett und um 5.30 Uhr raus. Ich kenne ein Roblox-Spiel. Ja, das machen wir am Sonntag, bitte. Was, ich habe doch heute mit dir schon gespielt. Ich habe doch heute schon mit dem... Häschen gespielt? Habe ich heute mit dir noch nicht gespielt? Das verstehe ich jetzt schon. Ach Gott, wie cool dich. Möhre. Da baut man sein eigenes Gefängnis. Naja, ich will mir nicht mein eigenes Gefängnis bauen. Ich will frei sein in meinem Leben. Verstehst du? Deswegen werde ich das Spiel nicht spielen. Ich will doch kein Gefängnis bauen. Da ziehe ich mich ja selbst runter. Das will ich auf keinen Fall. Nee, 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 nee. So, sehr schön. Das geht ja Gott sei Dank wahnsinnig schnell hier. Das tun nur Leute, die böse sind. Ja, aber indem du dich mit dem Gefängnis beschäftigst, ziehst du dein eigenes Karma runter. Du ziehst dich selber in das Gefängnis rein. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das heißt, wenn du dich mit dem Gefängnis beschäftigst, dann ziehst du dich selbst in dieses Gefängnis mit rein. Das tut dir nicht gut, deswegen würde ich sowas nicht spielen. Das heißt, schauen wir mal, wir wollten einen Apfelkuchen machen. Lass mal hier schauen. Ein Apfelkuchen. Oh, ich kaufe mir mal einen Apfelkuchen. Oh, 62 Stück, sehr schön. Nee, 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 nee. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch einen Lanzenfisch. Einen Lanzenfisch haben wir hier unten. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Heute war ein langer Tag. Deswegen machen wir dann so gegen 23 Uhr Schluss. Das ist ein Schwertfisch. Ist das ein Lanzenfisch hier? Nein. Das ist der Lanzenfisch hier, ne? Okay.
So, wir haben einen Lanzenfisch und einen Apfelkuchen. Die Paprika haben wir ihm schon gegeben. Weißes Sumpfmilchkraut haben wir hier. Weiße Rosen aus. Okay. Wer ist in der Nähe? Wo bist du, Mike? Normalerweise tänzeln die. Was? Sally habe ich nicht gesehen. Ja, Sally habe ich heute über. Warte mal. Sally, where you are? Da ist er. Da ist er. Ach Gott, die haben ja hier ihr Haus. Das habe ich schon wieder total vergessen. Die haben ja hier ihr Haus. Das müssen wir mal in einer der nächsten Streams umbauen. Also ein bisschen schön machen, weil die Gegend hier ist nicht gerade... Das Zimmer werde ich mal nachbauen. Wolli! So, morgen gibt es wieder einen Stream. Ich denke ab 14 Uhr. Jetzt schauen wir mal hier rein. Da ist er! Ui, alle beide! Hey, du da! Weißes Sumpfmilchkraut habe ich für dich. Möchtest du haben? Was ziehst du zur Arbeit an? Aha. Naja, Kleidung ist für Monster ziemlich freiwillig. Aber als ich Geschäftsführer wurde, habe ich versucht, eine Krawatte zu tragen. Du musst doch keine Krawatte tragen. Du kannst einen Hut tragen. Ich war mir aber nicht ganz sicher, welche Farbe. Rot, blau oder grün? Hey, das ist doch die gleiche Farbe wie bei dem Quest mit der Limonade, oder? Rot, blau und grün. Zu ihm würde gut passen. Ja gut, blau sieht man halt nicht so. Grün auch nicht, aber rot wäre doch cool. Ja, ich habe gehört, dass Rot eine aussagekräftige Farbe ist, hinterlässt einen Eindruck. Du bist doch ein Monster, das immer Eindruck hinterlässt. Ist der goldig. Aber wie sieht's bei formellen Anlässen aus? Schwarz ist der Tod. Fliege ist out. Schnürsenkelkrawatte, was ist das denn? Gott, der schon lacht. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Dann lass uns hier mal loslegen. So, ich habe was für dich. Ich habe weißes Sumpfmilchkraut. Weißes Sumpfmilchkraut. Wow. Oh. Ja, das geht doch am besten nach. Bist du bereit für ein bisschen Lächeln? Ich lächle eigentlich viel. Dann habe ich für dich hier noch das Lauch. Aber Nestlingscrab muss ich erst noch lernen. Ich muss mal kochen, richtig. Oh, die Pflicht ruft. Bis bald. Das ist aus dem Film, ne? Wie sie trainiert haben. Auf der Uni war das. Ja. Das ist eine ganz kurze Szene. Wo ist denn jetzt der andere hin? Na, wo bist denn du jetzt hin? Mike? Ich wollte dir doch noch was geben. Wo ist Mike? Da ist er, oh, der ist so schnell. Ja, ist ja eigentlich ein relativ großes Monster. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen. Ich glaube, im Film ist er ein bisschen kleiner. Wolli! Und nicht vergessen, eurem Kellner Trinkgeld zu geben. Ich hab für dich eine Rose. Wie sich der Kleine immer freut, das ist so süß. Also, dass die zwei sich nicht grüßen und so, ne? Sie hat ja noch Wolli gesagt. Vergesst mich nicht und ihr wisst ja. Na, wie geht's? Hi. Ja! Im Allgemeinen bin ich ein glücklicher Kerl, aber heute bin ich besonders glücklich, dass ich kein Fell habe. Okay.
Weil ich jeden Tag 30 Minuten länger schlafen kann als Sully. Warum kannst du länger schlafen als Sully? Salzige Seeluft ist herrlich. Er kommt aus der Dusche raus und es dauert mindestens eine halbe Stunde mit dem Föhn. Ich habe ihn am ersten Tag, als dem wir zusammengezogen sind, zum Staubsaugen verdonnert. Oh mein Gott, der arme Staubsauger. Okay, ich würde mal sagen, der geht kaputt, der Staubsauger. Ich schwöre, er verliert in einer Woche mehr, als ich wiege. Hey, Kumpel, bis bald. Ja. Na, wie geht's? Gut geht's, danke schön. Ich habe für dich was. Ich habe einmal für dich einen schönen Rapfelkuchen. Wow. Ich kaufe mir auch einen Rapfelkuchen. Ja. Im Aldi. Hey, du. Ja, ich habe was für dich. Schau mal hier. Das, den Fisch, ne? Der wollte den Lanzenfisch, genau. Wow. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ilja Richter spielt den, ne? Ich bin noch die ganze Woche hier. Ich bin noch die ganze Woche hier. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Was machen wir denn jetzt? Schließe Dreamline-Pflichten ab. Ach, das ist das Monster, ne? Das mit den Felsen, finde ich, das wird sich wieder hinziehen. Bringe deine Lieblingsmaterialien, ein paar Geschenke. Streiche einige Pflichten von deiner herrschaftlichen Pflicht. Okay, ich würde mal sagen, das machen wir morgen. Dass wir morgen Abend nochmal einen kurzen Quest machen, so einen kurzen Stream. Zu 3 Stunden. Insel der Ewigkeit, baue Alexandrit ab. Ernte Nestlingsbirnen, da hatte ich mal 300.000, aber das ging so weg, na. Okay. Naja, gut, man braucht es ja nicht unbedingt. Oh, jetzt ist Nebel, hier ist auch jede 5 Minuten was anderes. Regen, Sonne, Nebel. Haben wir denn Aufgaben? Ach so, was wir machen könnten. Morgen könnten wir mal. Ich glaube, ich muss morgen ein Video machen. Savannenstil. Herausforderung des. Ach, jetzt haben sie es endlich oben hingeschrieben, dass man es immer lesen kann. Hi, Gamer. So, jetzt schauen wir mal. Das ist ein Outfit. Okay, wir wollen dich brüllen hören. Die hat den Hut von Wally auf. Oh mein Gott, ist das Valley Lair bei der. Guck mal hier hinten. Das ist das Haus von Mirabelle Vanellope. Ist die recht neu? Den Quest mit Donald hat sie gemacht. Das heißt, das war der Quest von Stitch. Guck mal hier. Lustig. Aha, sie hat diesen das Traumbündel. Ach Gott, ich muss morgen das noch ein Video machen über das Bündel von Belle. Das hätten wir eigentlich ja noch machen können, oder? Ja, das mache ich morgen. Okay, das ist Outfit Savanne. Schaut schon mehr wie Savanne aus, ne? Ich nehme die mal hier. Fortnite Skin Contest. Hi. Savanne. Das hat aber jetzt wenig mit Savanne zu tun. Ach, da hinten, da ist Nala. Das ist der Wagen von Wally. Das ist ihr Haus. Das ist Mirabelle. Okay. Da ist Mini drauf. Und da ist so ein kleiner, ich weiß, durch aktives Star-Sein. Wie wird man Mod? Mod, wenn ich dich kenne, wirst du Mod. Ich habe unheimlich viele Mods. Wenn ich die Leute kenne, oh, das ist schön. Der Boden ist schön, ne? Aber weißt du, ich bin aber aktiver als ihr alle zusammen. Ich kenne dich überhaupt nicht, Fortnite Skin Contest. Du bist heute den ersten Tag da. Ja, da muss man tatsächlich sagen, dann nehmen wir mal das hier.
Das Wulli. Okay. Er hat schon Wolli gewonnen. Ich bin seit 4 Jahren da. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Fortnite Skin Contest seit 4 Jahren. Das glaube ich nicht, weil der Account existiert eigentlich aktiv seit 1,5 Jahren erst. Seit 1,5 Jahren existiert dieser Account hier erst. Und der alte, das kann sein, dass du vorher beim alten warst. Oh, da haben wir tatsächlich 2 sehr relativ schöne. Das hier ist der Bau von Simba. Das ist der Felsen hier, ja, sehr schön. Das sind noch die alten Bäume. Ich bin Taylor. Hallo, Taylor. Jetzt ist so ein Affen hier. Oh, das ist schön. Ich nehme den hier. Okay, Savanne. Ja, das ist durchaus Savanne. Ist ein bisschen dunkel. Hätte sie die Tageszeit ändern müssen. Die Schuhe sind schön. Dann nehme ich die Schlange. Oha. Das ist gar nicht mal so dumm hier, ne? Das sind noch die Originalbäume aus der sonnigen Ebene. Okay, Eingang zur Vitalis-Höhle. Das ist auch ganz einfach, ne? Aha, dahinter hat sie das gestellt. Wo ist denn das? Die Ecke, die kenne ich nicht. Da muss ich mal aufpassen hier. Der Felsen hier oben und der Felsen hier. Mod. So, das ist interessant. Das ist pur. Was ist denn das für ein schönes Häuschen hier? Das ist sehr viel grün. Was ist das denn für ein schönes Häuschen? Das gefällt mir. Das ist alles so leer, ne? Also habe auch die Bäume weggemacht. Ja. Knubbelnase. Der ist ja süß. Okay. Ist das das ursprüngliche Aussehen von diesem wilden Dschungel oben? Also, okay. Oh. Oh, das ist ja schön. Warum glitzert das hier? Oh, da ist ja nochmal ein Vogel hier. Okay, das ist der Begleiter und das ist dann extra nochmal der andere Vogel. Das ist ja schön. Lebt Fox noch? Ja, der lebt noch. Der ist bis heute nicht da. Ich bin Fox. Das ist mein 2. Account. Das weiß ich nicht. Okay. Das ist aber ein schönes Outfit. Passt sehr gut für die Frau. Ne? Also gelb und schwarz. Und schwarz. Also schwarz, gelb ist sehr schön. Hat sie gut gemacht. Das ist aber ein schöner Baum, den kenne ich gar nicht. Ist auch schön vom Outfit her, muss ich ehrlich sagen. Gib mir Mordrechte. Du bist lustig. Ah, ich nehme mal das hier, das gefällt mir wirklich gut. Oh, der alte Elefantenfriedhof, okay. Warum sind die... Ach so, das ist in der Nacht, ja. Ja, es ist halt, das Problem ist halt, diese Nachtbilder, die haben schon ihren Reiz. Das Problem ist bloß, sie sind halt meistens dunkel. Es müsste also hier die Möglichkeit geben von Disney Dreamlight Valley, dass man irgendwie so einen Filter macht, dass die Nachtbilder trotzdem hell werden. Verstehst du, dass man was sieht? Das ist ja ist halt sehr gruselig, ne? Das ist halt das hier von Scar. Das, ganz ehrlich, das Bild hat was. 1 Minute Timeout. Lustig. Wegen Beleidigung. Ich bin so lustig wie Gamer Plays
Ja, tatsächlich. Ich muss den mal hier timeouten. Kann ich den timeouten hier? Na, ich mach das später. Sonst muss ich ihn wieder frei machen. Das gefällt mir, weil das so eine Weide hat, ne? Wobei sie hat ja nicht. Ich verstehe nicht, warum die alle so leer sind. Das ist Donald. Okay, sie hat also den Skin von Donald. Das ist auch alles so unvorstellbar leer, ne? Hat schon wegen Pua hat sie gewonnen. Pua. Oha. Ja, mit Hörnern wähle ich normalerweise keine Bilder. Das ist mir zu dämonisch. Also nehme ich. Oh, das ist ja schön. Das ist jetzt kein volles Bild, aber das ist schön. Okay, die da passt zwar also modisch jetzt nicht so viel was zusammen, weil die Farben alle nicht zusammenpassen. Grün, gelb, blau und dann schwarze Schuhe, aber trotzdem. Das Bild ist sehr schön und der Wasserfall schaut richtig cool aus, das Blau und dann der Mond. Es ist erstaunlich. es tut mir leid, ich hoffe, ich werde jetzt Mod, weil ich sehr freundlich und friedlich bin. Fortnite Skin Contest, wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das gefällt mir, das hat was. Ich verstehe nicht, warum die Leute so viel Nachtbilder machen. Habe ich da was verpasst? Ja, Frauen können halt was anziehen, das passt denen meistens immer, ne? Bei den Herren ist es immer etwas schwierig. Ich bin Fox. Dann schreib mir mal bitte auf Discord unter Fox, dass du das bist. Du, das ist das Nachtlicht von Simba, guck mal. Okay. Oh, das passt jetzt aber überhaupt nicht, ne? Savannenstil. Ganz ehrlich, warum Winter? Ganz ehrlich, Leute, warum Winter? Na, schneit es in der Savanne? Normalerweise nicht, ne? In der Savanne kann es regnen, aber nicht schneien. Es ist sehr schön, aber das kann ich nicht wählen. Das ist Mirabelle. Die Hose hat die andere Dame auch angehabt. Das passt sehr schön zusammen, das muss ich tatsächlich sagen. Das ist hier dieser Turban, die Farbe passt sehr gut zu der seitlichen Farbe hier, zu dem Top. Sehr schön. Als Savanne, das ist ja fast schon wie eine Prinzessin, auch die Augen sind ein bisschen so ägyptisch, ne? Das ist aber auch, Gott, jetzt sich sogar hier, wow, eine Mähne gemacht. Ach, das ist ja lustig. Ja, okay. Ja. Sie hat nichts umgebaut, ne? Lass mich mal überlegen, wo ist denn das? Das ist die Treppe nach unten und da hier ist zum Angeln. Und hier hinten ist hier der, ja, na, hier ist Dagoberts Laden. Okay, richtig. Da müsste hier der Stand von Goofy sein. Warum? Schon wieder Schnee. Das ist doch Verarsche, oder? Oder haben sie einfach nur ein Bild gemacht und haben gesagt, sie wollen die 300 Mondsteine? Das verstehe ich jetzt nicht. Die könnt aber ruhig einmal ein wenig futtern. Die ist aber sehr, sehr dünn. Das ist nicht gut für die Knochen. Die brauchen Kalzium. Oha, aha, ich verstehe. Sie wird gemalt hier. Oh, das ist auch. Oh, aha. Das habe ich innerhalb von 2 Stunden alles gebaut hier. Hier ist alles noch so leer. Hier ist doch die alte Bank. Das ist die alte Bank noch. Okay. Oh, das ist auch. Haben wir das nicht schon gehabt? Das ist noch. Das ist auch sehr schön. Und da, der Stil auch sehr schön. Ich kenne das eigentlich nur als Männerhemd. Das ist doch ein Männerhemd, oder? Okay.
Sehr schön. Wundervoll. Ja, Männer haben es immer schwer, ne? Das ist jetzt leicht überbelichtet. Ich weiß nicht warum. Hat jetzt mit Savanne so viel zu tun wie mit Weihnachten. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn hier? Das ist der Hauptplatz, da geht's runter. Oh, das hat er noch als Originalstandort hier. Okay. Und das hat mit Savanne jetzt... Okay, ich nehme den mal hier. Ist ja auch ein paar Punkte gekriegt hier. So, Ladies and Gentlemen, es ist 23.05 Uhr. Hi, Prince Adam. Der verwandelte Prince Adam. Wisst ihr... Ich möchte, dass Bell glücklich ist. Ja, 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 ich weiß schon, dass du auch eine Therapie brauchst. Das ist mir schon klar. Ich meine, der war jünger wie 21, als er verwandelt wurde in ein Monster. Und das hat ihn halt psychisch ein bisschen belastet, ne? Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ja, Mickey. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Morgen geht's weiter. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, sehr gerne. Schreibt einen Kommentar, empfehlt mich weiter. Es hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen hier... Wir haben ja noch 46 Tage Zeit, ne? Ist die kuschelig. Aber wir haben noch einiges zu tun hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kannst du mich noch auf Discord adden? Ja, mache ich. So, Ladies and Gentlemen, morgen geht's weiter. Ich wollte hier eigentlich noch... Das ist ein Traumbündel, Traumbündel und das ist nur ein Bündel. Das heißt, dieses Bündel, das hätte ich nicht gemacht. Das kostet vier. Habe ich das? Das habe ich doch schon gekauft. Habe ich das nicht gekauft? Natürlich habe ich das gekauft. Na, da müsste ich im Stream nochmal nachgucken. Leute, die neu sind, dürfen gern bei ein Abo dalassen. Ich würde mich da wahnsinnig drüber freuen. Das habe ich doch schon gekauft. Das Problem ist, bei diesem Bündel gibt es keine Quests. Und das finde ich, das hätten sie nicht machen sollen. Hier steht aber auch nichts drin, ne? Doch, das habe ich schon gekauft. Schabernack, das ist ja doof. Da kann ich ja da gar kein Video drüber machen. Na gut. Ladies and Gentlemen. Das ist ein toller Tag, um draußen zu spielen. Mr. Woody Bright, Sheriff. Herzlich willkommen. So, Ladies and Gentlemen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und morgen werden wir... Ich schau mal. Ich werde vielleicht kurz 2 Stunden abends spielen. Vielleicht von 20 bis 22 Uhr. Es lichtet da. Und dann schauen wir weiter. Okay, tschüss. Schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Oh, Junge. Heute ist es aber schön. Ja, Mickey. Schon mal wieder flitzen kann. Tschüss.